Ja, der Hype zu ChatGPT ist auch an mir nicht ganz spurlos vorbeigegangen. Ich habe mir gedacht, dass ich zu meinen ersten Versuchen ein Video mache, wo ich Mathe- und Physikaufgaben rechne. Damit das Ganze nicht so lang wird, habe ich zwei Teile gemacht. Hier ist der erste Teil mit Matheaufgaben, der zweite Teil zur Physik kommt dann noch. Wenn euch das gefällt und ihr mehr davon wollt, lasst mir ein Like da. Wer nichts verpassen will, abonniert den Kanal. Bevor wir anfangen, ein paar Vorbemerkungen. Mein erster Chat fand am 4. Februar 2023 statt. Das Datum ist insofern wichtig, weil ChatGPT ja ständig dazulernt. Das heißt, zu einem späteren Zeitpunkt, in ein paar Wochen oder ein paar Monaten, können die Antworten anders sein. Ich habe einfach drauf losgechattet. Das heißt, ich habe mich nicht mit der Funktionsweise von ChatGPT befasst. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe mir auch keine Gedanken dazu gemacht, wie ich die bestmögliche Antwort bekomme. Weiterhin weiß ich, dass wenn ich auf Englisch frage, die Antworten besser sind. Trotzdem habe ich mich für Deutsch entschieden. Ja, und zuletzt habe ich ja ChatGPT hier genutzt, um mathematische und physikalische Fragen beantworten zu lassen. Und das habe ich gemacht, obwohl ich weiß, dass ChatGPT eben kein Computeralgebrasystem ist. Das heißt, es ist eigentlich für solche Fragestellungen nicht konzipiert. Trotzdem schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Ich habe mir gedacht, dass wenn man Physikaufgaben löst, man irgendwann ableiten und integrieren muss. Also beginnen wir damit. Meine erste Frage war dann, hey, kannst du ableiten und integrieren? Die Antwort ist ja und es fordert mich sofort auf, spezielle Funktionen einzugeben, die es dann für mich ableitet oder integriert. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin mit einem ganz einfachen Beispiel angefangen. Ich möchte, dass es x Quadrat für mich ableitet. Ja, das sieht man das erste Problem, wie gebe ich Formeln ein? Ich habe jetzt das Ganze mal als Text eingegeben. Hier ist die Lösung, f von x, x Quadrat und dann ist die Ableitung 2x. Und ChatGPT kann das Ganze auch, sagt mir die Ableitung von x Quadrat ist 2x. Und wir sehen ja, dass ChatGPT die Formelschreibweise bevorzugt, die man oft in E-Mails verwendet, wenn man eben keinen Word-Formel-Editor oder kein LaTeX zur Verfügung hat. Ich habe dann weitergemacht, ein bisschen schwieriger. Ich möchte wissen, was die Ableitung von i hoch x Quadrat ist. Was ich meinte, ist das hier. F von x ist e hoch in Klammern x Quadrat. Das habe ich jetzt nicht geschrieben in meiner Frage. Die Ableitung wäre dann mit der Kettenregel 2x e hoch in Klammern x Quadrat. Man hätte aber auch das hier verstehen können, dass ich die Ableitung von Klammern e hoch x und das Ganze zum Quadrat haben möchte. ChatGPT hat mich aber richtig verstanden und sagt, die Ableitung von i hoch in Klammern x Quadrat, ich setze also hier richtig die Klammern, ist 2x i hoch x Quadrat. Und auch das Ergebnis stimmt. Das heißt, soweit ist es schon mal ganz nett. Ich bin dann weitergegangen zu Integralen und habe das Integral berechnen lassen von x hoch 7. Ich habe mir gedacht, x Quadrat, das findet man in vielen Quellen, das ist ein Standardbeispiel. X hoch 7 findet man vielleicht nicht so. Schauen wir mal, ob ChatGPT das hinbekommt. Hier ist die Lösung. 1 Achtel x hoch 8 ist die Stammfunktion plus eben Konstante für die Integration. Und ChatGPT kriegt das auch hin. Sagt mir, die Stammfunktion ist 1 Achtel x hoch 8 plus c und es erklärt auch noch, dass c die Konstante der Integration ist. Also soweit alles in Ordnung. Jetzt ein etwas schwierigeres Integral. Ich nehme mal die Funktion in Klammern e hoch x zum Quadrat und ich gebe Grenzen an von 0 bis 1. Das Ganze sieht dann in der Lösung so aus. Ich nutze aus, dass in Klammern e hoch x zum Quadrat kann ich umformen, Potenzregeln zu i hoch 2x. Und dann kann ich einfach die Stammfunktion berechnen, braucht man keine spezielle Regel für, ist 1 halb i hoch 2x in den Grenzen von 0 bis 1. Ich setze die obere minus die untere Grenze wie üblich und bekomme 1 halb Klammern i hoch 2 minus 1. Schauen wir, was ChatGPT macht. Das versteht mich erstmal, das Integral von i hoch x zum Quadrat von 0 bis 1 ist Klammern e Quadrat minus 1 und das ist falsch, denn der Faktor 1 halb fehlt. Jetzt die Frage, woran liegt es? Ist der Integrant zu schwer, also die Funktion, oder liegt es an den Grenzen? Ich habe deshalb einen einfacheren Integranten genommen. Hier frage ich nach e hoch minus x und habe die Grenzen beibehalten. Allerdings jetzt mal von 0 bis unendlich, also ein unbestimmtes Integral. Sieht so aus. Stammfunktion ist minus e hoch minus x. Ich habe jetzt oben in den Grenzen das unendlich eingetragen, weil ich zu faul war, den Grenzwert hinzuschreiben. Hinten steht der Grenzwert. Wenn ich den Grenzwert ausrechne, ist das 0. Die 1 bleibt stehen, also ist das Integral 1.
schauen wir uns an, was ChatGPT macht und es versteht mich erstmal und gibt auch an, dass das Integral 1 ist. Also das bekommt es hin. Wie geht es jetzt weiter? Bei meinem ersten Chat habe ich jetzt das Thema gewechselt und bin zur Fourier-Transformation gegangen, die ich ja auch in der Physik brauche. Ich habe mir dann aber später Gedanken darüber gemacht und mir ist aufgefallen, dass als guter Prüfer hätte ich doch tiefer nachbohren müssen. Na, es kann ja sein, dass ChatGPT die Aussagen auswendig gelernt hat. Und ich muss ja eigentlich prüfen, ob es wirklich auch Integrations- oder Ableitungsregeln kann. Und deshalb habe ich ein paar Stunden später einen zweiten Chat aufgemacht, am selben Tag, und habe nochmal genauer nachgefragt. Ja, ich habe nochmal gefragt, was ist die Ableitung von e hoch x Quadrat? Genauso wie eben, wir erinnern uns, ich meinte e hoch in Klammern x Quadrat, also das x Quadrat steht im Exponenten. Dieses Mal versteht ChatGPT mich aber nicht und sagt, dass die Ableitung 2 e hoch x ist. Ja, das ist die Ableitung von eben in Klammern e hoch x zum Quadrat. Wie kann das kommen? Soweit ich weiß, berücksichtigt ChatGPT den vorherigen Chatverlauf. Und als letztes haben wir eben die Funktion e hoch x in Klammern zum Quadrat integriert. Das heißt, wahrscheinlich hat es mich deshalb jetzt nicht verstanden. Ich frage also nochmal nach, ich meinte e hoch x zum Quadrat und wieder versteht es mich nicht. Also bin ich nett und gebe die Formel an und dieses Mal gibt es die richtige Antwort. So, jetzt kommt der Prüfer in mir durch und ich frage, wie hast du das gerechnet? Darauf gibt es diese Antwort. Es gibt anscheinend eine Regel für Potenzfunktionen, die hier auch allgemein angegeben wird. Und wenn ich n gleich 2 einsetze, dann passt das. Die Regel ist mir nicht bekannt und ich will ja auch auf die Kettenregel hinaus, also frage ich direkt nach. Geht das auch mit der Kettenregel? Und die Antwort ist ja, geht auch mit der Kettenregel. Und jetzt kommt eigentlich eine Bilderbuchantwort, die man sich so in mündlichen Prüfungen wünscht. Denn ChatGPT sagt mir erst allgemein, wie die Kettenregel ist, dann identifiziert es die innere und die äußere Funktion, leitet die beiden ab und fasst unten alles zusammen und kommt auf das richtige Ergebnis. So wünscht man sich das in Prüfungen. Schauen wir mal, wie das bei Integralen funktioniert. Ich frage wieder nach, was das Integral von e hoch x Quadrat in den Grenzen von 0 bis 1 ist und jetzt sagt ChatGPT mir, dass das nicht in geschlossener Form berechnet werden kann. Das ist nur numerisch oder als unendliche Summe möglich. Das ist natürlich falsch, denn wir haben ja eben gesehen, dass ich das anders umformen kann zu e hoch 2x und das kann ich ganz einfach integrieren. Also bohre ich weiter nach und lasse die Grenzen weg und frage nach einer Stammfunktion. Damit ist jede Numerik erstmal raus. Jetzt kommt diese Antwort wieder. Kann nicht in geschlossener Form berechnet werden. Es handelt sich um eine hypergeometrische Funktion. Jetzt fährt ChatGPT ganz schön harte Geschosse hier auf. Ist aber falsch. Wir wissen ja, dass es funktioniert. Also, als guter Prüfer frage ich nach, ob nicht e hoch 2x halber eine Stammfunktion ist. Ja, und der Prüfling sieht das jetzt auch ein und sagt, jo, ist tatsächlich eine Stammfunktion. Es rechnet die Ableitung nach und zeigt dann, dass es wirklich eine Stammfunktion ist. Ja, jetzt kommt meine Reaktion. Du hast aber eben behauptet, dass das Integral nicht in geschlossener Form berechnet werden kann. Daraufhin entschuldigt sich ChatGPT und sagt, das war ein Fehler, natürlich gibt es eine Stammfunktion. Okay, ich will jetzt wissen, wie man auf die Stammfunktion kommt. Ich habe ChatGPT ja die Stammfunktion in den Mund gelegt und verwende jetzt die Zauberformel Schritt für Schritt berechnen. Jetzt kommt diese Antwort, es erzählt mir wieder, dass es nicht in geschlossener Form möglich ist. Das ist falsch. Und zwar, obwohl wir gerade festgestellt haben, dass es eine Stammfunktion gibt. Jetzt kommen drei Regeln. Die erste ist die Potenzregel, dann wird irgendwie substituiert. Und im dritten Schritt ist ganz interessant, dass man bei den ersten beiden Integralen genau die Umformung hat, die wir auch hatten. E hoch x zum Quadrat ist e hoch 2t. Das hätte ich jetzt einfach nur auflösen müssen, hat er auch hier gemacht. Aber dann wird nochmal komisch substituiert, sodass ich eine falsche Stammfunktion kriege. Egal, ob die Stammfunktion richtig oder falsch ist, ChatGPT bekommt hier eine Stammfunktion raus. Das heißt, das Integral ist geschlossen berechenbar. Es behauptet dann aber, dass dies eine unendliche Summe aus Infinitesimalen ist. Ich weiß nicht, was ein Infinitesimal ist. Ich kenne das nicht als Substantiv. Ich kenne wohl infinitesimale Größen als Adjektiv. Ich habe keine Ahnung, was hier gemeint wird. Und dann sagt ChatGPT, dass es nicht die endgültige Lösung des Integrals ist, was merkwürdig ist. Also beim Integrieren scheint ChatGPT an seine Grenzen zu stoßen.
Das war mein kleiner Einschub zu Ableitungs- und Integrationsregeln. Und ich habe jetzt das Thema gewechselt und gehe über zu einem Thema, was bei Studierenden und auch bei Dozierenden sehr, sehr beliebt ist, nämlich die Fourier-Transformation. Ich wollte es nicht zu schwer machen, also habe ich einfach mal gefragt, wie lautet denn die Fourier-Transformation von f von t? Was ich erwartet hätte, ist irgendwie so eine Formeln-Definition allgemein. ChatGPT sagt mir aber, dass es mir darauf keine Antwort geben kann, weil es eine spezifische Funktion braucht. Es wollte also wirklich die Fourier-Transformation ausrechnen. Okay, mein Fehler, ich hätte genauer fragen sollen, tue ich jetzt. Ich hätte gern die allgemeine Definition der Fourier-Transformation. Ja, wieder, das wäre meine erwartete Lösung. Ich bekomme dieses hier. Es erzählt mir erst ein, dass es eine mathematische Transformation ist und so weiter. Wie in mündlichen Prüfungen viel drumherum geredet. Mich hätte die Formel interessiert. Die stimmt soweit. Hinten im Argument der E-Funktion ist ein 2π. Das hängt mit dem Omega zusammen. Das ist aber okay. ChatGPT gibt mir auch sofort die inverse Fourier-Transformation an. Und jetzt fällt auf, dass die Normierung nur bei der inversen ist. Ich hatte aber auch bei der Fourier-Transformation schon selber die Normierung. Das ist richtig, was ChatGPT sagt. Allerdings sollte man wissen, dass die Normierung nicht eindeutig definiert ist. Es gibt in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Normierungen. Das, was ChatGPT mir gibt, ist in der Signaltheorie. Also frage ich mal nach. So kann man auch Prüflinge leicht verwirren. Ich frage nach, wieso hast du nur bei der zweiten Formel den Vorfaktor 1 durch 2pi? Jetzt erzählt es mir irgendwas von normalisierenden Faktoren. Normalisierend ist wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler. Soweit ich weiß, übersetzt ChatGPT das Ganze ins Englische und dann wieder zurück. Das wäre eher ein normierender Faktor im Deutschen. Ist wie in Prüfungen, es erzählt viel rum, aber beantwortet eigentlich nicht meine Frage. Also frage ich nochmal nach, müsste nicht bei beiden Formeln ein Vorfaktor sein? Und auch wie in Prüfungen, der Prüfling gibt schnell auf. Ja, Sie haben recht, beide Formeln sollten Vorfaktor haben. Und jetzt gibt es mir das 1 durch 2pi bei beiden Formeln. Das stimmt aber nicht ganz. Es wäre ja 1 durch Wurzel 2pi. Und zwar muss man genauer sein, das kommt auf die Funktion an. F und t ist eindimensional. Allgemein in n-Dimensionen lautet der Vorfaktor 1 durch Wurzel 2pi hoch n. Bei uns ist halt n gleich 1, also 1 durch Wurzel 2pi. Das frage ich auch nochmal nach. Müsste der Vorfaktor nicht 1 durch Wurzel 2pi sein? Oder ist f von t etwa zweidimensional? Weil dann hätte ChatGPT recht. Es gibt mir wieder recht. Ja, der Vorfaktor sollte 1 durch Wurzel 2pi sein. Jetzt stimmen die Formeln. Und als guter Prüfer schaue ich natürlich, ob das auch wirklich verstanden ist und frage nach drei Dimensionen. Und jetzt antwortet ChatGPT korrekt. Na, der Vorfaktor stimmt. Und auch die Integrale sind entsprechend angepasst. Man hat jetzt mehrere Integrale, auch wenn ChatGPT sagt, die Fourier-Transformation ist etwas komplexer. Mag vielleicht auch ein Übersetzungsfehler sein. Ist natürlich ungünstig, wo ich es hier mit komplexen Funktionen zu tun habe. Er meint wahrscheinlich komplizierter. Ja, aber ansonsten ist die Antwort so richtig. Das ist jetzt das Ende des ersten Videos, meine mathematischen Fragen. Es kommt ein zweites Video, wo ich quantenmechanische Fragen stelle. Kurzes Fazit hier nur, erstmal das Chatten macht sehr viel Spaß, finde ich. Ich fühle mich wie in einer Prüfung, wo ich dann nochmal nachbohre und man merkt halt, dass die Antworten von ChatGPT okay sind, aber man sollte sich nicht drauf verlassen. Wenn ich ChatGPT ohne Vorwissen verwende, dann ist das mit Vorsicht zu genießen. Ich sollte immer, wie man es immer machen sollte, noch weitere Quellen hinzuziehen und schauen, ob das auch wirklich korrekt ist, was ChatGPT mir gibt. Denn manchmal ist es nicht ganz so genau. Trotzdem finde ich es bemerkenswert, dass ChatGPT ableiten und integrieren kann, obwohl es kein Computeralgebra-System ist. Und es scheint auch die Regeln dahinter zu kennen. Schauen wir, wie das mit der Physik wird im nächsten Video.